Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute zeige ich euch, wie man den Yeti Outfit ganz einfach bekommt. Ihr müsst lediglich zu Paleto Bay ganz oben im Norden von der Karte, oder ihr bekommt auch eine SMS, dann taucht ein großer weißer Kreis auf und dann geht ihr zuerst mal hinein und dann wird es aktiviert, so wie ihr es gerade im Hintergrund seht. Und dann geht eigentlich schon mal die Suche los. Ich zeige euch jede einzelne Location, um den Outfit zu bekommen. So, dann gehen wir zuerst mal zum ersten. So, auf der Karte zu sehen, ganz oben. Da geht ihr zuerst mal hin und da findet ihr einen Zeltplatz mit einer Liege davor. Und das ist die Location Nummer 1. Ihr könnt übrigens auch das durcheinander machen, also ihr müsst das nicht in dieser Reihenfolge machen. Es ist euch überlassen, wie ihr das macht. Absolut wurscht egal. Dann gehen wir zur Location Nummer 2. Das ist ein bisschen weiter unten. Da findet ihr dann einen abgestorbenen Baum oder umgefallenen Baum. Und unter dem Baum findet ihr dann menschliche Überreste. Das ist dann praktisch die Location Nummer 2. Und dann können wir auch gleich zum dritten gehen. Das ist gar nicht weit weg. Also das habt ihr mit Anweisung in 10 Minuten habt ihr das geschafft. So, Location Nummer 3, dann findet ihr einen Autowrack. Vor dem Autowrack ist ein Kleidungsstück mit Blut beschmiert und da geht ihr hin. Location Nummer 3, Leute. Genau, Blut beschmiert. Genau, Location Nummer 3. So, und dann gehen wir zur Location Nummer 4. Das ist wieder im Süden von dem Kreis. Das ist in der Nähe von dem Fluss, aber auch ein Fahrzeug, ein umgekipptes Fahrzeug hier in der Gegend hier. Und da geht ihr hin und es geht diesmal um das Fahrzeug. Auch einmal hingehen, Location Nummer 4. Und dann gehen wir jetzt dann gleich zur nächsten. Ihr könnt übrigens auch Fahrzeuge nehmen wie Motorrad, Nukebike, Helikopter, was ihr wollt, damit es auch schneller geht. Ich habe das zuerst zu Fuß gemacht, weil ich nicht wusste, wo die Dinger waren. Aber mittendrin habe ich dann mir auch ein Motorrad geholt. Geht viel, viel einfacher. Ja, auf der gleichen Seite von dem Berg, ich war zuerst falsch, deswegen bin ich wieder zurückgeschwommen auf die andere Flussseite. Da findet ihr einen Hirsch oder ein Reh, das zerfetzt ist. Und das ist die Location Nummer 5. Und dann habt ihr sozusagen alle 5 gefunden. Dann müsst ihr am nächsten Tag zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens müsst ihr nochmal hin. Also ihr könnt nicht dort bleiben, sondern ihr müsst geschwind weg, dann wieder hin. Dann läuft er einfach ein bisschen um die Gegend rum und dann wird auf der Karte schon mal rot gekennzeichnet, dass der Yeti euch angreift. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen, der ist nicht ohne, also der ist schon ziemlich stark. Der hält schon einiges aus, aber ich glaube, das ist für euch absolut kein Problem. Übrigens, wenn ihr das mit mehreren Leuten macht, das kann immer nur einer sehen. Also deswegen guckt auch meine Kollegin ein bisschen verdutzt, was ich da mache. Sie kann es also nicht sehen. Ja, ihr kriegt pro gefundenen Ort 10.000. Wenn ihr den Yeti erledigt habt, 50.000 und natürlich den Outfit. Ja, und das war's eigentlich dann schon. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt mit solchen Videos von aus meinem Kanal, dann hinterlasst doch gerne auch ein Abo da. Und auch gerne ein Like oder ein Kommentar. Ich freue mich über jeden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall
gute Suche und ich zeige euch nochmal geschwind die Übersichtsmap, dafür ihr alle auf einmal sehen könnt. So, das sind jetzt die 5 Stück. Eigentlich gar nicht mal so groß auf der Karte. Eigentlich ganz schnell zu erledigen. Ja, Dankeschön Leute, bis zum nächsten Mal.